Ja, ich kenne den Sensebezirk eigentlich schon sehr gut, weil ich bin vor 20 Jahren bin ich Oper in Le Mouret und habe auch da bei der Schwinger Ozarin trainiert. Und darum kenne ich die Region, aber allerdings eher die französische Seite als die deutsch-schweizer Seite. Also das Eisterdeutsch hast du schon mal gehört? Habe ich schon gehört und habe ehrlich gesagt darum gebeten, sie sollen lieber Französisch reden mit mir, weil das Sensebezirk ist so schwierig gewesen, wenn du ein anderes Mundart redest und dann noch Französisch gleichzeitig im Kopf hast. Also Französisch ist mir fast einfacher gefallen als Deutsch dann. Okay. Ja, was machst du bei dieser Sendung? Was ist deine Aufgabe hier? Ich bin die Jass-Schiedsrichterin, das heisst, ich schaue am Tisch, dass alles mit rechten Dingen zu und her geht. Ich schaue die Stich zuordnen, vorzu, Punkte zusammenzählen, Differenzpunkte ausrechnen und so am Schluss auch entscheiden, wo findet die nächste Sendung statt. Und du bist selber auch Jasserin in dem Fall? Ich bin mit Jassen aufgewachsen, als Kind sehr viel gejasst, dann das mit der Sportkarriere natürlich ein bisschen auf die Seite gelegt, aber jetzt mit dem Dunstigass habe ich es wieder ein bisschen mehr führen genommen, muss man natürlich intensiv auch vorbereiten und gerade auch die französischen Karten sind für mich immer noch ein bisschen weiter weg, immer noch ein bisschen fremder, da muss ich ja ein gutes Auge drauf rühren, nach wie vor.